Wieso lasse ich mich überreden und leihe Thelma und Louise aus? Darf ich euch mal daran erinnern, dass ich hier zu Hause bin? Nun pump dich doch mal nicht so auf wie ein Maikäfer. Brody, du verstehst den Film einfach nicht, oder? Doch, er sagt uns, dass Männer Abschaum sind und Frauen immer missverstanden werden. Die wichtigste Botschaft hat er verstanden. Mach die Tür auf, mach doch mal einer die Tür auf! Gerade rechtzeitig. Hi, was läuft hier? Wer bist du, du Mutant? Ich muss ja einen Schinken sehen, der Thelma und Louise heißt. Thelma und Louise, na cool. Der Schluss ist fantastisch, wenn sie die Klippe runterstürzen. Dorfman! Und unversehrt unten landen. Halt mal, Dorfman! Hey, kann mir einer von euch helfen? Was reimt sich auf gegangen? Gehangen, gefangen. Perfekt. Wozu brauchst du das? Wir sollen sozusagen als Hausaufgabe ein Gedicht schreiben. Na toll, lies vor. Oh, nein, nein, nicht das. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Na gut, dann werde ich's vorlesen. Mom und Dad sind tot. Zu früh sind sie von mir gegangen. Ich bin hier zu Hause mit meinem blöden Bruder und seinen saublöden Freunden gefangen. Der letzte Teil mit saublöd ist am besten. Onkel Brody? Sophie, wieso liegst du nicht in deinem Bett? Ich hab Angst davor, dass die Zahnfee kommt und mir die Zähne aus dem Mund nimmt. Melissa! Was ist los, Brody? Hast du Sophie erzählt, dass die Zahnfee ihr die Zähne aus dem Mund klaut? Nur als theoretischen Gedanken. Musst du sie unbedingt ärgern? Hör zu, niemand weiß was über die Technik der Feen, bloß dass es keine Ärzte sind. Eher Arzthelferinnen. Hallo, Leute. Hallo, Ricky. Mami. Tag, mein kleiner Schatz. Du siehst geschafft aus. Gar kein Ausdruck. Ich hatte bisher keine Sekunde Ruhe. Ich wurde ohne Unterbrechung betatscht, begrabbelt und blöde angemacht. Ich hasse Ärzte. Schatz, ich hab dir was mitgebracht. Nicht schon wieder ein Zungenspatel oder das heißt. Oh, etwas viel Besseres. Eine Juwelenkette. Oh, wie schön. Danke, Mami. Ich komme in ein paar Minuten zu dir, Schatz. Ein Namensband aus dem Krankenhaus? Die einzige Alternative wäre eine Schutzmaske gewesen. Hey, ist das nicht Thelma und Louise? Ich liebe diesen Film. Wie ist das, Ricky? Darf dieser Versager dich noch ausführen? Der Herzchirurg? Warum nimmst du nur so alte Kerle? Ich bin doch jung genug, um geformt zu werden. Oh, mach doch mal schnell lauter. Ich liebe diese Szene. Ja! Wieso drängen diese Weiber den Mann mit dem Truck den Abhang runter? Die Welt ist schlecht, würde ich sagen. An wie lange sind Mom und Dad nun schon tot und es sind immer noch Werbeprospekte in der Post? Ja, traurig, hm? Oh, Wahnsinn. Das lassen wir für Sie kommen. Was? Eine Verjüngungscreme. Hast du sie noch alle? Ach komm schon, Dad hatte darüber gelacht. Ja, gerade habe ich deine Horden aus Zuma vertrieben und regiere das Universum. Oh nein, Dorfmann, ich habe keinen Finger an der Steuerung gehabt. Es kann dir doch wohl keinen Spaß machen, auf die Art ein Spiel zu gewinnen. Doch, ein Riesenspaß. Klopf, klopf, hallo? Beth, wieso klopft? Komm, spiel gegen mich. Nein, nein, ich bin kein ebenbürtiger Gegner. Na und? Ich will doch nur gewinnen. Habt ihr euch schon entschieden? Geht ihr auf die Party von Gary Fisher nächsten Samstag? Kein Interesse. Stacey Winters kommt auch hin. Vielleicht gehen wir doch. Ich glaube, das wird die tollste Party des Jahres. Die tollste Party des Jahres? Das klingt doch gut. Jede Party ist die tollste Party des Jahres. Dann gehst du hin, triffst dieselben Leute wie bei der letzten Party und alle essen fettige Chips und kotzen sie später wieder aus. Vielleicht stimmt das mit mir nicht, aber ich finde, das klingt gar nicht so übel. Ich bin sowas von wütend auf meine Mutter. Nicht so. Das ist ja so tragisch. Legt euch nicht auf, ich hol die Räucherstäbchen. Sie weiß, ich habe Thelma und Louise gesehen, aber sie sagt, der Film wäre nur was für Erwachsene. Deswegen hatten wir einen Riesenkrach. Das ist doch kein Film, der nur für Erwachsene ist. Das hättest du ihr sagen müssen. Schon, aber ihr kennt ja meine Mutter. Sie ist auf der Welt, um mir das Leben schwer zu machen. Was ich gern wissen würde, wieso hast du es ihr erzählt? Ich wusste, das würde sie ärgern. Und als Strafe sagt sie, darf ich ab sofort nicht mehr zu euch zu Besuch kommen. Ach, Quatsch. Doch, das meint sie ernst. So, was sehen wir denn heute? Ist was? Glaubt ihr, dass ich auf meine Mutter höre? Danielle, vielleicht ist sie gelegentlich ein bisschen streng, aber bestimmt nur, weil sie dir eigentlich vertrauen will. Ach, vertrauen tut sie mir schon. Dir vertraut sie nicht, weißt du? Mir? Sie findet dich einfach zu lasch. Sie sagt, in diesem Haushalt gibt es absolut keine Regeln. Sie sagt, dass hier dauernd junge Leute aus- und eingehen und tun können, was sie wollen und keiner passt auf sie auf.
Was? Das ist doch gar nicht wahr. Ich habe alles versucht und dich verteidigt. Ich habe ihr gesagt, dass du wenig zu Hause bist und die Regeln darum etwas lockerer sind. Oh, das falsche Wort am falschen Ort. Ich rufe deine Mutter an. Rick, du bist eine Löwin. Ich sie in Stöcke, Baby. Rick. Hör auf, lass diesen Blödsinn, ja? Ich möchte nur etwas klarstellen, sonst nicht. Hallo, hier ist Ricky Wilder, Brodys Schwester. Gut, ihre Tochter hat mir berichtet, sie hätten sich über etwas... Tut mir leid, ich habe nicht verstanden. Ach, wo ist immer irgendjemand zur Aufsicht da? Also Kinder sind sie doch nun wirklich nicht. Wieso, warum? Das war doch ein toller Film, hat einen Oscar gekriegt. Also. Warten Sie, halt, hören Sie. Ich weiß nicht, wieso ich mich verteidigen sollte, hören Sie. Ich bin Krankenschwester und... Krankenschwester, habe ich das wirklich gesagt? Werdet ihr Kinder hier genug beaufsichtigt? Keine Schuhe! Und ihr mir Englisch! Und dann nehmen die Kinder sämtliche Milchzähne, zermahlen sie, mischen sie mit Leim und daraus machen sie für alte Leute die dritten Zähne zum Rausnehmen. Wie, Großmutter? Bingo! Na, fertig? Alle Erbsen aufgegessen? Ja! Sind auch keine mehr unter deinem Brot? Nein, die spielen doch nicht versteckt. Da staune ich aber. Dann jetzt, Mutter hatte vielleicht doch recht und ich hätte euch nicht erlauben dürfen, Selma und Luis zu gucken. Das ist doch Unsinn. Weißt du was? Du hast recht. Du hast absolut recht. Wir sollten dieses saublöde Video schleunigst vergessen. Okay, wer will Nachtisch? Ich. Gutes Timing, Dorfmann. Wie schaffst du das nur? Es gibt Dinge, die geschehen einfach. Die beiden sind gute und starke weibliche Vorbilder. Auch wenn sie Waffen tragen und gelegentlich schießen und einen Schnapsladen ausgeraubt haben. Aber das sind doch klare Entscheidungen. Ja, wen willst du überzeugen? Weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat Daniels Mutter einen Nerv getroffen. Vielleicht müsstet ihr wirklich mehr durch Erwachsene beaufsichtigt werden. Ricky, Daniels Mutter hat ein schweres Ding an der Waffe. In der 5. Klasse war sie dagegen, dass Danielle mit uns ins Museum geht, weil dort Wachsfiguren standen, die barbusig waren. Mann, ehrlich? Na ja, einige von den Wachsbräuten waren ziemlich heiß, Ricky. Ja, das Mädel an der Maismühle, weißt du noch? Das Maismühlenmädchen hat jahrelang meine Träume beherrscht und ich fantasiere manchmal immer noch von barbusigen Indianerfrauen aus Wachs. Und die neue Favoritin, die sich mein Unterbewusstsein gewährt hat, ist auch wieder oben ohne. Laura Palmer. Ja, tot. Aber in Plastikfolie eingepackt. Doch, nein, das war weit mehr, als ich über dein Privatleben je erfahren wollte. Ich auch. Wir müssen uns beeilen, wenn wir pünktlich zur Party kommen wollen. Ich muss erst noch aufessen. Geht also doch auf die Party? Ja, da sollen über 100 Leute kommen, weißt du, ein kaltes Buffet, eine Liveband und so weiter. Wow, hört sich gut an. Ja, zumal seine Eltern auf Hawaii sind. Auf Hawaii? Heißt das, sie sind verreist? Na ja, sieht so aus. Ich weiß nicht, 100 von eurer Sorte ohne Aufsicht? Ach, du weißt doch, wie das ist. Erst heißt es 100, aber es sind dann immer sehr viel weniger Leute. Bisher sind es nur... Sag mal, wie viele sind es doch, Mann? Keine Ahnung, 100? Ihr zwei passt gut zusammen. Wir haben genug Erwachsene dabei, wirklich. Ach, wen denn? Oh, ja, klar, jetzt weiß ich, Erwachsene. Ja, alles läuft großartig. Und wer? Ja, wer? Mein Bruder. Die Lusche? Nur aus Quatsch nennen wir ihn ab und zu so. Und wie alt ist die Lusche? 26. 19? Wirklich? Er sieht erheblich älter aus. Wird an den Tätowierungen liegen. Noch eins. Gibt es Bier auf dieser Party? Bier? Bier, eine hellgelbe Flüssigkeit, leicht alkoholisch. Du kennst die Werbung? Wir zwei gehören mehr zur Pepsi Generation. Und ich stehe mehr auf Fanta. Brody, du gehst nicht auf diese Party. Hast du gerade gesagt, ich darf nicht auf die Party gehen? Das habe ich gesagt. Und ich glaube, das meine ich auch. Du machst Witze. Hört sich das nach einem Witz an? Ja, ein klein wenig. Deshalb habe ich nochmal gefragt. Und ich würde es nochmal sagen. Also, du gehst da nicht hin. Das finde ich ja reizend, Ricky. Hör auf, ich bin immerhin für dich verantwortlich. Und du machst das ganz prima. Wenn du nicht nach meinen Regeln leben willst, möchtest du vielleicht lieber zu Großmutter. Großmutter? Ricky, ich bitte dich, mach jetzt bloß keinen Fehler, nein, ja? Nein, aber warum denn? Das wird schön. Ihr müsstet nur einkaufen gehen und Kraut jäten und dürft klebrige Sahnebonbons lutschen. Und Dorfmann mag doch Frauen, die etwas älter sind.
Nicht, wenn sie über 80 sind. Ricky, wir beide wissen, ich ziehe auf keinen Fall zu Großmutter. Da wäre ich nicht so sicher. Wo willst du hin? Ich muss mich für die Party umziehen. Brody! Vielleicht sollte ich mal ein Wort an den Knaben richten? Schnauze, Dorfmann. Blinklose. Schätzchen, wie oft soll ich dir noch sagen, die Zahnfee holt keine Zähne aus deinem Mund. Das ist ein natürlicher Prozess. Du verlierst die Milchzähne und machst Platz für die richtigen Zähne. Das verstehst du doch, oder? Ja. Aber wo hat Großmutter dann ihre Zähne her? Sie ist mit ihnen geboren worden. Na, vielleicht ist geboren worden der falsche Begriff. Sie sind gewachsen, dann sind sie wieder ausgefallen und dann sind sie nochmal gewachsen. Und dann werden sie eines Tages nochmal ausfallen. Verstehe. Na komm schon, los geht's, Dorfman. Brody, ich meine es ernst. Ich will nicht, dass du auf diese Party gehst. Du übertreibst maßlos, Ricky. Wenn du auf diese Party gehst, kriegst du Hausarrest. Wie willst du mich festhalten? Du bist nicht meine Mutter. Gib mir die Autoschlüssel. Kein Stück. Bitte? Dann werde ich ihn eben kurz schließen. Quatsch, ich breche doch nicht in mein eigenes Auto ein. Gib mir die Schlüssel, Ricky. Na gut, Brody, ich mache dir einen Vorschlag. Ich leg sie hier hin. Du kannst sie nehmen, wenn du willst. Aber bevor du eine Entscheidung triffst, will ich dir sagen, du magst recht haben. Ich bin nicht deine Mutter, bloß deine Schwester. Ich kann dich unmöglich zwingen, aber ich bitte dich, dir deine Entscheidung sehr gründlich zu überlegen. Einverstanden? Einverstanden. Brody! Du machst dich lächerlich. Komm schon, Dorfman. Wenn ich deinen Bruder begleite, bedeutet das nicht, dass ich sein Verhalten billigen würde. Schnauze, Dorf. Ich komme nie so zum Zuge, wie ich will, auf keiner Party. Ich fühle mich immer wie die andere von Wilson Phillips. Welche meinst du? Verstehst du denn nicht, es sind drei. Das fette Mädchen, das hübsche Mädchen und eben die andere. Ich bin die andere, das meine ich. Hey, was soll das Gerede? Du sitzt mit mir auf der Super-Mega-Party des Jahres und was tun wir hier? Wir sollten mal tanzen oder im Pool baden und zwar nackt oder was anderes Verrücktes tun. Du hast recht. Worüber denke ich nach? Wir sind doch hier, um uns zu vergnügen. Ich habe Unrecht. Ich habe so Unrecht, ich könnte überhaupt nicht falscher liegen. Ach, Brody, du denkst über den Streit zwischen dir und Vicky nach. Du musst damit aufhören, das verdirbt dir die Freude an der Party. Das ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Nicht so fassen. Sie haben hier eine Maschine für Joghurt-Eis besorgt. Eine unglaubliche Party. Die beste. Brody, jetzt nimm dich mal zusammen. Du hattest einen Streit mit deiner Schwester, na und? Ich hatte einen mit meiner Mutter. Siehst du mich deswegen etwa Trübsalblasen? Du hast doch jeden Tag mit deiner Mutter irgendwelchen Krach. Stimmt, ja, guter Einwand. Zwischen Ricky und mir ist es anders. Ricky hat darauf verzichtet, sich als Mutter oder sowas aufzuspielen. Wir waren immer wie Bruder und Schwester. Brody, ihr seid Bruder und Schwester. Ich sehe es kommen. Mehr und mehr Regeln. Mein Zuhause wird zum Gefängnis werden. Brody, jetzt hör mir mal zu. Egal, was auch passiert, du hast uns, deine Freunde. Ich meine, wir sind wie die drei Musketiere. Ja, nur dass wir vier sind. Und zwei von uns keine Jungs sind und Dorfmann nicht hier ist. Aber der kommt immer wieder. Brody, wir werden immer für dich da sein. Immer. Also ehrlich, Leute, oh mein Gott, seid... da ist der beste von Angel. Entschuldige, Brody. Eine unglaubliche Party. Vergiss ja nicht, die Go-Karts zu probieren, Alter. Die Party ist stinklangweilig. Lass uns verschwinden und was trinken gehen. Ich habe mich gerade erst fürs Trampolin angemeldet. Ach, wieso haben wir bloß so viel getrunken? Wer stundenlang am Stehimbiss rumlungert und Unsinn redet, zieht sich schon die eine oder andere Schlabberbrause rein. Was ist? Ich krieg doch von draußen immer Kopfschmerzen. Brody, sag mal, weißt du, dass es 2:30 ist? Ach, bitte, fang gar nicht erst du an. Du weißt, was das bedeutet, ja? Oh, bitte, bitte, ich weiß es. Du hast Hausarrest. Das wollte ich auch gerade sagen. Wunderbares Ende eines wunderbaren Abends. Oh. Er versteht's nicht. Er kann sich nicht an meine Stelle versetzen. Ich bin 28 Jahre alt. Alleinerziehende Mutter. Und dann soll ich plötzlich Teenager erziehen. Ich bin wie dieser Ballon. Ich habe eine feine äußere Hülle, aber innen drin habe ich nur heiße Luft.
Sobald ich nicht aufpasse, schrumpfe ich genauso zusammen wie dieses erbärmliche Stück von blauem Gummi, wo Welt Sandra draufsteht. Und ich entdecke gerade deinen ersten Fehler. Du solltest lieber keine Vergleiche ziehen. Es ist doch unmöglich, auf alles eine Antwort zu wissen. Natürlich, ich weiß. Von der Sekunde an, als Julia Roberts damals Kiefer Sutherland abserviert hat, ist für uns alle etwas verloren gegangen, unser moralischer Kompass. Ich warte immer noch auf ein Zeichen. Ich warte auf irgendeinen Klick, damit ich weiß, ich bin endlich erwachsen geworden. Verstehe. Ich verstehe. Ich warte, dass ich mal anfange, sowas wie das entzückende White Christmas zu singen. Oder mir Ärztin aus Leidenschaft anzusehen und zu sagen, Jane Seymour ist ja toll in der Rolle, aber nichts dergleichen geschieht. Ich sehe aus und fühle wie ein Teenager. Ich bin ein Teenager mit einem kleinen Kind. Ich weiß. Ich verstehe das. Dorfman? Ja? Was machst du da? Auf Wolke 7 schweben. Dorfman, jetzt hau ab. Oh, Leber mit Zwiebeln. Brody, siehst du das hier? Das ist doch diese grässliche Lampe, die uns Großmutter geschenkt hat. Ich denke, die stellen wir nur hin, wenn sie... Oh nein. Wenn sie wieder da ist. Nein, 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 Großmutter ist hier. Hilf mir doch mal, Brody. Was reimt sich auf Dauerbesuch, hä? Du willst mich doch wohl nicht zu Großmutter schicken, oder? Sie wird nur mit uns zu Abend essen. Ich darf bei ihr meine Musik nicht hören, ich darf meine Freunde nicht sehen. Sie macht mich völlig verrückt. Sie ist viel zu streng, außerdem herrisch. Hallo, Brody. Und sie schleicht sich ein. Großmutter, wie haben wir dich vermisst? Wer sagt, dass du bei mir wohnen sollst? Du kannst ja nicht mal Kanaster. Großmutter? Was ist denn? Warte mal. Sophie, was soll denn das? Hm? Nichts. Ricky. Sophie, lass Großmutters Zähne in Ruhe und geh irgendwo spielen. Sie hat in letzter Zeit irgendwie einen Zahntick und ich weiß überhaupt nicht, warum und woher. Mhm. Weißt du es, Melissa? Woher? Ich meine, keine Ahnung. Kinder kriegen doch häufig ihre Ideen. Natürlich, du hast völlig recht. Ja, vielleicht fällt dir was ein, wenn du heute Abend den Abwasch machst. Und den Morgen natürlich auch. Bis zum Monatsende eigentlich jeden. Was? Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Die Abwaschfee hilft dir vielleicht dabei. Du solltest mal fragen. Was reimt sich auf Treffer? Also, wir gehen jetzt in die Küche und werden ein hübsches, familiäres Abendessen einnehmen. Ja, ich freue mich schon drauf. Und danach können wir uns mal unterhalten, wieso du deiner lieben Schwester nicht gehorchst. Entschuldigt mich, ich habe wirklich keinen großen Hunger. Die ganze Sache mit Brody gleitet mir irgendwie aus den Händen. Sowas wie Hausarrest kannte er überhaupt nicht. Es ist, als ob ich eine Grenze gezogen hätte, die er nicht akzeptiert. Aber wieso setze ich diese Grenze? Jetzt hör bitte auf, dir Vorwürfe zu machen. Du hast das Richtige getan. Findest du es nicht überzogen, ne? Absolut nicht, nein. Alle Kinder müssen Regeln haben. Andernfalls würde das Chaos herrschen. Das hat eure Mutter nie richtig verstanden. Weil Mom uns vertraut hat. Ja, ich weiß. Ich glaube, das war ein Fehler. Zerbrich dir bloß nicht weiter den Kopf. Ich hätte genau dasselbe getan. Mach mal einer die Tür auf! Dorfman, das geht jetzt nicht! Ja, schon gut, ich komm später wieder. Oh, diese wahnsinnigen Schmerzen! Lässt du mich rein? Ja, kannst du reinkommen. Nein, ich meine das Wort wörtlich. Kannst du bitte die Tür freimachen, damit sie weit genug aufgeht, um jemanden durchzulassen? Danke. Ja, ich weiß. Du hast Leber mit Zwiebeln, deshalb habe ich dir einen Cheeseburger gemacht. Du willst es mir schwer machen, na gut. Ich gebe zu, ich habe mit Großmutter über dich gesprochen. Ich wollte mir die Gewissheit verschaffen, nichts falsch zu machen, denn ich habe mir gesagt, dass wenn ich nicht zu dir durchdringen kann, es vielleicht Zeit ist, es mal jemanden anders versuchen zu lassen. Ja, vielen Dank. Und dann hat mir Großmutter gesagt, sie hätte auf keinen Fall anders gehandelt. Ja, gut, schon gut. Ich bin im Bilde. Es tut mir leid. Ja, ja, ich fange an zu packen. Nicht doch. Ich meine, ich möchte mich entschuldigen.
Was? Weißt du, ich habe etwas getan und mich genauso verhalten, wie Großmutter sich verhalten hätte. Ja und? Ich verstehe dich nicht. Du kennst Großmutter. Sie hat ihre eigenen Ansichten, was die menschliche Natur angeht. Sie unterstellt sogar Gandhi unlautere Motive. Ich weiß. Mom war eine andere Art von Mutter und ich möchte irgendwie eine ähnliche Mutter sein. Oder Schwester. Ach, Unsinn. Du wolltest doch nie was Schlechtes für mich. Wir sind immer gut miteinander ausgekommen, nicht wahr? Ja. Komm her. Und von heute an machen wir es so. Wenn was passiert, fragen wir uns, was Großmutter tun würde. Und dann tun wir genau das Gegenteil. Das habe ich gehört. Ich werde dir in Zukunft wohl eine Glocke umhängen müssen. Jetzt weiß ich, warum du mich eingeladen hast. Um mich lächerlich zu machen und um meinen Rat zu ignorieren. Ja. Ja, stimmt auffallend. Würde ich auch sagen. Ihr seid schlimmer als eure Mutter. Danke. Nein, dann entschuldigt mich. Ich muss nach Hause mein Testament ändern. Mach's gut, Großmutter. Mach's gut, mein Schatz. Auf Wiedersehen, ihr zwei. Oh, Ricky, bringst du mir bitte noch ein bisschen scharfe Soße? Wer bin ich denn, deine Mutter? Ist alles in Ordnung, Sophie? Ja. Du fürchtest dich doch nicht mehr vor der Zahnfee, oder? Nein. Soll ich das Licht trotzdem anlassen? Nein, ist okay. Schön. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht, Mami. Das ganze Haus voller flippiger Teenager.